Einen schönen guten Tag. Wir haben Montag, also 16.30 Uhr. Hier ist das Gildehof Center. Hier bin ich. Hi, wir haben 10 Grad Celsius. Ich bin hier in Essen und wir laufen von hier mal zum Weihnachtsmarkt. Hier sehen wir die Evonik-Gebäude, den Westenergieturm, das Haus der Technik. Und ich muss sagen, die 10 Grad, die sind schon kühl an den Händen. Hier gucken wir in die Essener Bibliothek rein. Die ist nämlich hier im Gildehof Center drin. Und hier sehen wir im Hintergrund das Essener Rathaus. Mäßiger Verkehr an diesem frühen Montagabend. Unter uns ist der Tunnel des Grauens, wo ich neulich mit dem Roller mal angepäst bin. Ja, und obwohl es noch relativ früh im Jahr ist, der Weihnachtsmarkt noch gar nicht so lange auf ist, schauen wir mal, was da heute an einem Montag so los ist. Räumungsverkauf wegen Umbau. Alles reduziert. Man sieht in den Geschäften auf jeden Fall jetzt die Weihnachtsdeko überall. Die wichtigste Zeit des Jahres für den Einzelhandel. Das ist ein Antiquariat, oder? Quatsch. Kein Antiquariat. Tabakwaren. Erlesene Tabakwaren. Alles Mögliche. Sippo, Feuerzeuge. Lamborghini, Feuerzeuge. Wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Und, und. Hier ist das Antiquariat. Ich war ein bisschen zu früh. Meiner Zeit mal wieder voraus. Da hinten sehen wir schon einen Weihnachtsbaum. Gucken wir mal hier, ob das Premier Inn. Die Logos sind an, die leuchten. Unten Parterre ist auch alles beleuchtet. Hier im Handelshof gibt es wieder Lichter. Wahrscheinlich schon länger, nicht erst seit heute, aber zumindest fällt es mir jetzt so auf. Wir kommen jetzt an dem neuen Asien-Supermarkt vorbei. Den hatte ich ja schon mal gegenüber mit dem Roller gefilmt. Ist aber ein bisschen höher hier. Go Asia! Keine schlechte Idee, würde ich mal so sagen. Und hier sehen wir den Hauptbahnhof. Ist das U vom Hauptbahnhof ein wenig kaputt?
Ja, und hier haben wir direkt am Eingang der Stadt Montreux sozusagen diesen schönen Weihnachtsbaum, der Lichttechnisch schon, meine Güte, der macht verschiedene Lichter. Warum mache ich jetzt so kompliziert? Oben fährt ein RAX aus dem Essener Hauptbahnhof raus. Manchmal ist auch meine Zunge echt so eine Sache. Oder mein Gehirn, eins von beiden. Der macht schöne Farben. Warum auch nicht? Da fotografiert jemand, da laufe ich nicht durchs Bild. So was muss man als Vollprofi drauf haben. Ja, hier gibt es auch Souvenirs, steht da. Die Souvenirs aus Essen. Mit Sicherheit auch keine schlechte Idee. Jetzt sehen wir den Königshof mal, wie weit er so gekommen ist. Auf jeden Fall mit einer gerundeten Front. Hier sind so Pöller aufgebaut, antiterrormäßig, damit hier kein LKW oder irgendeiner durchbrettern kann. Und hier haben wir schon Stände vom Weihnachtsmarkt. Der Glühweintreff. Im Hintergrund kann man sich niederlassen. Wartet hier auf Gäste sozusagen, die aber auch ganz gewiss kommen werden. An einem Montag kann man ja nicht zu viel erwarten. Auf jeden Fall Glühwein, schöne Beleuchtung hier in den Tischen, finde ich gut. Flammlachs, also Flammlachs wäre schon cool, ich weiß zwar nicht genau, aber klingt irgendwie lecker. Ja, und hier geht es munter weiter. Lebkuchen. Popcorn. In rauen Mengen. Backfisch, Kibbeling, Kalamaris, Lachs und Matjes, also alles bitte. Krebs. Und ganz klar ist hier Nutella angesagt. Da gibt es gar nichts anderes. Keine Experimente. Hier gibt es Dinkelkissen. Handschuhe. Hausschuhe. So Felle. Auch nicht schlecht. Hier drüben ist eine Forellen- und Aalräucherei. Also da werde ich schon auf eine harte Probe gestellt hier. Ist ja der Hammer. Ja, dann finde ich gut, dass man gleich schon am Anfang
Weihnachtsfeeling hat. Und gleichzeitig sind ja auch die Essener Lichtwochen, die sind ja jedes Jahr immer so ein Ding. Man sieht das hier oben auch, alles festlich geschmückt. Sternen. Und ich will heute den Lauf aber nicht ausufern lassen. Und ich dachte mir, ach was, früh im Jahr, egal, wir schauen uns heute den Weihnachtsmarkt an. Warum auch nicht? Er ist da. Und vielleicht ist es heute sogar besser als an einem Wochenendtag, am Freitag zum Beispiel. Vielleicht ist es da einfach zu voll. Und dann ist er zum Filmen auch nicht unbedingt gut. Auch hier gibt es Stände. Ein Stand mit Stofftieren. Und die ganze Stadt Essen ist schon festlich illuminiert. Muss man mal so sagen. Spießbraten, Bigos. Vor dem Grillo-Theater hängen wunderschöne Kugeln. Da hinten auch tolle Bäume. Aber wir laufen weiter auf der Hauptroute. Einmal hier rum. Kaffee Extrablatt. Direkt neben der Lichtburg. Und hier ist schon wieder Weihnachtsmarkt angesagt. Hier gibt es Geldbörsen und Lederwaren. Popcorn. Krebs mit leckeren Füllungen. An die Kinder wurde auch gedacht. Kinderkarussell. Super. Was natürlich nicht fehlen darf, ist das Riesenrad. Kuros, wenn ich halt richtig ausspreche, da Kuros, Mandeln, Filterkaffee und Kakao, Backfisch. Ja, Backfisch, also hier ist ja Fisch ohne Ende. Da gibt es auch tolle Sachen. Super. Und überall ist hier irgendwas, was man erkunden kann. Ich habe ja auch so meine Meinung zu. Also Essen hat sich auf jeden Fall hübsch herausgeputzt. Mir gefällt es außerordentlich gut. Thank you.
Wir biegen gleich hier links ein zum eigentlichen Weihnachtsmarkt, der auf dem Kennedyplatz ist. Oder sagen wir mal so, das ist der Kern des Weihnachtsmarktes. Letztlich haben wir ja gesehen, der ist schon über die Stadt verteilt. Was ich auch absolut klasse finde. Ich stehe auch auf Gesamtkunstwerke. Dann werdet ihr bestimmt noch mal hinkommen. Deswegen müssen wir jetzt gar nicht alles mitnehmen. Hier gucken wir in die zur Rathausgalerie. Da sind Stände aufgebaut. Das hier ist ja auch eine coole Location. Auch nicht schlecht. Romantisches Stelldichein könnte ich mir da vorstellen. Hier auch wieder ein Karussell für die Kinder. Kokosnüsse, Früchte und Mandeln und natürlich wieder Glühwein mit Aufenthaltsqualitäten. Kinderaugen strahlen. Hier gibt's Tee, Kaffee und Gewürze. Ja, und hier kommen wir zum eigentlichen Weihnachtsmarkt. Zum Zentrum. Kern. Ich laufe mal hier lang. Diesem wundertollen Lichternetz. Elch spricht mit uns. Charlie. Der Glühwein-Elch. Nostalgisches Spielzeug, Dampfmaschinen. Ja. Wo kriegt man das sonst, ne? Käthe Wohlfahrt. Was für ein Geflimmer. Hier gibt es auch sehr viel Leckeres zu essen, zu trinken. Hier kann man perfekte Pfannen kaufen, Besen kann man hier kaufen. Also für eine gute Pfanne wäre ich auch immer zu haben, weil Pfannengerichte finde ich schon super. Mit zwei Etagen hier. Das sieht ja auch irre aus. So Glas, ne? Buntes Glas. Hier gibt es Christbaumschmuck. Erlesenen, glitzernden, alles Mögliche. Ach, Schatze, hier. Ihr müsst bitte vor dem Eingang.
Fruchtige Schokoalm. Setzt euch doch da. Besser nicht. Nostalgisches Karussell. Und hier gibt es sogar hausgemachte Frikadellen, Steaks, Grünkohl mit Mettwurst. Und dann riecht alles so lecker, ne? Hier ist der Gemüsekult. Man weiß ja auch nicht, was hat sich noch. Also das klingt alles schon recht lecker, muss ich sagen. Hier gibt es Schmuck und Hüte. Hier gibt es Reibekuchen. Reibekuchen sind auch nicht schlecht. Aber da muss ich magentechnisch aufpassen. Fett ist nicht gut für mich. Top-Style-Mode. Leuchtartikel. Die sind aber groß. Oh ne, da dudelt irgendwas, da gehe ich ja ganz schnell wieder weg. Ich habe keine Lust, wieder total lange in meiner Audiospur rumzufummeln. So wie auf dem Stehler Weihnachtsmarkt. Gibt es tolle Leuchten. Eine Denkrunde. Ja. Genau. Und hier gibt es wirklich einiges zu entdecken. Spritzgebäck, Kokosmaronen, Zimtsterne, Vanillenkipferl, Pfeffernüsse. Ja. Also ich sag mal so, da ist man doch im siebten Himmel der Glückseligkeit. Toll. Aber ist eigentlich so, geht so in die Weihnachtsgeschichte. Also hier gibt es schon echt tolle Sachen. Die lassen sich auch immer wieder was Neues einfallen. Sterne vom Himmel. Hier,
Und ich sag mal so, für einen Montag ist es doch hier recht gut gefüllt. Und der muss ja auch erstmal ans Laufen kommen. Ich denke, das sickert jetzt erstmal so langsam ein in die Köpfe der Menschen. Aber hier ist nur ein Geschmack, weißt du? Kann sein, weißt du denn nicht? Ist unser Feuerwald zum Ritter. Herzlich willkommen. Es riecht hier auf jeden Fall nach Grillrauch. Da kommt's her. Natürlich die beste Werbung, wenn es gut riecht. Also die beste Werbung, um das zu sich zu nehmen, Essen zu verkaufen. Da sehen wir das Riesenrad. Und ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich so andere YouTuber und YouTuberinnen mir betrachte, also dass die Videos von denen, wie unterschiedlich da auch manchmal die Herangehensweise ist. Das finde ich super interessant. Da zeigt wieder, wie verschieden die Menschen sind und der eine macht so und der andere macht das so. Und ich finde das toll, dass es so eine Vielfalt gibt. Und ich habe da auch nichts dagegen, andere hier in Essen filmen. Ich finde das einfach nur klasse. Warum denn nicht? Ist das schön. Und da redet sich. Eine Gondel da oben ist anders. Ja, von meiner potenziell neuen DJI Pocket 3 ist noch nichts zu sehen. War ja auch nur mehr oder weniger so eine Art Gerücht, dass sie im November rauskommen soll. Noch ist es ja November. Kann ja alles noch kommen. Aber dass das mir am wichtigsten wäre, ein größerer Sensor, scheint da wohl nicht an Bord zu sein. Ja.
Und deswegen weiß ich nicht, ob das was für mich wäre überhaupt. Und ob die ein paar mehr Bit kann oder nicht, ist für mich irrelevant. Für diese YouTube-Sachen, die sowieso runtergerendert werden, von mir im Schnittprogramm und dann nochmal von YouTube selber. Weiß ich nicht, ob da jetzt ein paar wenige Bit mehr den riesen Unterschied machen. Tasty Asian Gourmet. International. Hier bläst ein kühler Wind. Er kann uns aber mikrofontechnisch nichts anhaben. Ich habe vorsorglich den großen Windschutz drauf gemacht. Fangen wir noch mal ein bisschen Weihnachtsatmosphäre ein. Ich bin ja auch sowieso kein Eventfilmer, der jetzt sagt, so, ich knüpfe mir jetzt mal den Essener Weihnachtsmarkt in allen Facetten vor. Ich bin ja doch der Rock-Tuber, der mit seiner Kamera durch Straßen läuft. Das filme ich eigentlich viel lieber als so eine relativ überschaubare kleine Location. Und das merkt er ja, deswegen habe ich heute auch noch ein bisschen hier aus Essen mitgenommen. Mich würde mal interessieren, ob unten im Hauptbahnhof die Lichtwand wieder läuft, aber ich kann ja mal kurz hier runterlaufen. Mal einen Blick riskieren. Aber ich befürchte fast, die ist abgeschaltet. Ist ja auch ein Ding, dass die Rolltreppen hier abgeschaltet sind zum Weihnachtsmarkt. Da muss die Stadt Essen nicht was einfallen lassen. Was sollen denn die Besucher denken? Ne, die ist aus. Ich sage euch, ich habe so das Gefühl, das hat was mit Energiesparen zu tun. Hahn Cup. Treppe funktioniert. Keiner da, da kann ich auch laufen. Ja, das war mein kleiner Gang zum Essener Weihnachtsmarkt. Das
die süße Lokomotive, die hier steht und auf Kundschaft wartet. Der Bahnhofsvorplatz. Und ich bedanke mich bei euch, dass ihr heute wieder mitgekommen seid. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mitkommt. Ich freue mich, wenn ihr ein Like hier lasst auf dem Kanal. Und sagt dann bis die Tage. Macht's gut. Ciao.